Dhabi. Herzlich willkommen. Genauso froh bin ich über die Teilnahme unseres Bundestagsabgeordneten Ralf Lenkert. Lieber Ralf, auch dir ein herzliches Willkommen. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere heutige Gesamtmitgliederversammlung wird sich im Schwerpunkt mit der Programmdiskussion befassen, die im Oktober auf dem Erfurter Parteitag mit der Beschlussfassung zum neuen Parteiprogramm zum Abschluss kommen wird. Zudem möchten wir heute die 8 Delegierten des Stadtverbandes für den kommenden Landesparteitag wählen. Die Programmdebatte, liebe Genossinnen und Genossen, findet in einer Zeit statt, in der uns der Wind als Partei mal wieder stärker ins Gesicht bläst. Manche reden auch von einer Krise. Und leider haben wir als Linke einen großen Teil dieser aktuellen Probleme selbst zu verantworten, weil wir eben nicht an jeder Stelle in der Partei diese notwendige Geschlossenheit und innerparteiliche Solidarität gepflegt haben. Vergessen wir nie. Vergessen wir niemals, auch nicht hier im Stadtverband Gera, dass dies von den Wählerinnen und Wählern genauso wenig honoriert wird wie ein unklares politisches Profil. Und genau darum, um dieses politische Profil unserer Partei, geht es in unserer Programmdiskussion. Wir wollen auch hier und heute in Gera mit der Diskussion zum Parteiprogramm deutlich beschreiben, wohin mit uns als Linke die Reise geht, wie wir diese Gesellschaft verändern wollen. Und Veränderung tut Not, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das sehen wir jeden Abend, wenn wir den Fernseher einschalten. Massenproteste und Sparpakete, die Debatten sind euch alle wohl bekannt. Und deswegen rufe ich euch zu in Abwandlung eines Zitats von Herbert Grönemeyer: Es gibt viel zu verlieren, aber wir können nur gewinnen. Wir können nur gewinnen, wenn wir diese Programmdiskussion vernünftig zu Ende führen und mit einem neuen Parteiprogramm deutlich machen, was die Linke in diesem Land zu sagen hat. Und wir sind eine einzigartige Partei mit unserem programmatischen Inhalt. Und deswegen bin ich fest überzeugt, wir werden auch die jetzigen Probleme meistern. Wir werden sie meistern und diejenigen, die schon wieder das Totenglöcklein klingen lassen wollen, den werden wir auch diesmal eines Besseren belehren. In diesem Sinne, lasst uns vorangehen, lasst uns auch heute hier in der Gesamtmitgliederversammlung des Stadtverbandes konstruktiv die Debatte suchen für unsere neuen programmatischen Leitlinien, für das neue Parteiprogramm. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen konstruktiven Verlauf unserer Gesamtmitgliederversammlung. Ich schlage euch vor, für die Tagungsleitung folgende Genossen zu wählen: Ute Hausold, Sabine Kanis und Daniel Reinhardt. Wer mit diesen Vorschlägen einverstanden ist, den bitte ich um sein Handzeichen. Und euch und uns allen eine hitzige Debatte zu unseren programmatischen Leitpunkten, aber auch, dass wir einen straffen Zeitplan vor uns haben und dass wir diesen so erfüllen können.